Hallo und herzlich willkommen. Ich werde mal ein neues Spiel testen. Ace Idle heißt das Spiel. Ja, das ist halt so ein Spiel, wo man blöd gesagt AFK spielen kann, hin und wieder Upgrades machen kann. Ich werde mal reinschauen, was das ist. Ich lese euch mal vor, was da steht. KI-Koordinator, Grüße Kapitän, es sind 10.485 Jahre vergangen, seitdem du eingelagert wurdest. Du wurdest in einem biologischen Anzug eingesetzt. Nachdem es nun endlich Zeit ist, den Feind zurückzuschlagen, wir werden unter konstanten Angriffen stehen, dürfen aber nicht fallen. Unser erstes Ziel ist es, so weit wie möglich in die vom Feind kontrollierten Gebiete vorzudringen und bessere Daten zu sammeln. Okay. Kann man denn da nicht ausweichen oder so? Neben einer Verbesserung unserer Kerne mit Schrott können wir auch einige Dinge mit Rechenleistung verbessern. Wechsle oben zum Computerreiter. Okay. Neben einer Verbesserung mit Schrott können wir auch kontinuierlich einige Systeme verbessern, indem wir ihnen Rechenleistung im Computerreiter zuweisen. Die Rechenleistung kann mit Void-Materie verbessert werden, die manchmal von Feinden geborgen werden kann. Rechenleistung kann zu verschiedenen Verbesserungen verteilt werden. Mit den rechten Knöpfen mit Plus und Minus wird die angegebene Menge hinzugefügt oder abgezogen. Die Hälfte der verbleibenden Rechenleistung zu und max alles Verbleibende. Schrott kann auch verbraucht werden, um die Rechenleistung zu verbessern. Ich schaue mal, ob ich hier irgendwo. Erstens mal das Bild vergrößern kann. Ich habe es eben jetzt das erste Mal gestartet. Gibt es denn hier kein Sound? Inter. Okay. Doch, ich kann gleich Musik anmachen. Wenn alle Schilde auf Null sinken, wird das Schiff automatisch einen Notrückzug durchführen, bis alle Schilde wieder voll. Aha, warte mal, warte mal. Bis alle Schilde wieder voll geladen sind. Danach wird das Schiff anhalten. Wir können uns keine vorzeitige Zerstörung erlauben. Warte mal, ich mache jetzt mal Sounds an. Ah, jetzt haben wir Musik. Ah, so kann man das einsammeln, okay. Also das Spiel gibt es übrigens gratis auf Steam. Ich werde euch den Link unten verlinken, wo ihr das Spiel finden werdet. Also das ist halt so ein Spiel, wo ihr so nebenzu laufen lassen könnt, wenn ihr mal irgendwas nebenzu am Machen seid oder so. Ich werde mal schauen, was man hier so ein bisschen einstellen kann, etc.
Räumliche Anomalien sind in der Nähe der Feinde relativ häufig. Aktiviere sie, um Nicht-Kampfsysteme zu verstärken. Halte auch die Augen nach Schrottansammlungen aus. Das Spiel ist übrigens noch in Entwicklung. Also hier ist jetzt Version 05215. Werd uns mal die Kamera ein wenig rüberschieben, damit ihr das da seht, was dort steht. Genau, hier seht ihr, was da steht, okay. KI, okay. KI-Punkte werden durch Erfolge, Backups, Codes und andere Systeme gewonnen. Hier kannst du KI-Punkte für Automatisierungs- oder QOL-Verbesserung, Qualität of Life-Verbesserung, ausgeben. Je weiter du fortschreitest, desto mehr Verbesserungen werden verfügbar. Im normalen Spielverlauf wirst du genug Punkte sammeln, um alles freizuschalten. Wenn du mehr sammelst, schaltest du auch Boni auf der Registrierkarte Ansammlung frei, für die du keine KI-Punkte ausgeben musst. Mit der Zeit wirst du Verbrauchsmaterialien freischalten, die verschiedene zeitsparende Effekte haben. Okay. Ohne KI-Punkte für das Spielen über Steam erhalten. Okay. Weiß nicht, ich habe früher, weiß eben den Namen des Spiels nicht, es gab zweimal so ähnliche Spiele. Also nicht mit Weltraum, eines war damit Geld, glaube ich, genau. Das andere, wo ja bekannt ist, zum Beispiel auch Cookie Clicker, genau. Werte und Infostatistiken. Here we can view the information for sectors we have been to or are about to be in. Click a sector to see more information, click an enemy to get more information on them and see what they may drop. Aha. Also hier kann man so schauen, was die geben können für Materialien etc. Hier sind so Errungenschaften. Also es wird wahrscheinlich auch für die Leute interessant, die gerne Errungenschaften sammeln auf Steam. Das heißt, ihr könnt das Spiel bequem laufen lassen und dann Punkte sammeln. Schaut mal hier Kern. Laser Booster, Schild Boost, Waffen, Verteidigung, Unterstützung, Schadensverteilung.
Aha, man kann jetzt hier Punkte investieren. Und dann schaltet man dann die nächste Stufe frei. Ich mache mal hier einen Punkt. Das heißt, ich habe das Schild plus 5. Schaltet die Fähigkeit Schildbooster frei. Maximal Schilde mal 1,1. Ich glaube, ich werde das ein bisschen gleichmäßig verteilen, denke ich mal. Das heißt, ich habe ziemlich viele Punkte mittlerweile. Warte mal. Also hier muss ich keinen Punkt investieren, das macht Sunshine automatisch. Den Rest werde ich jetzt in Schaden mal reinstecken. Aha, man muss da drauf drücken. Das heißt, jetzt hat es ein Laser Booster. Ist noch witzig gemacht, oder nicht? Ich gehe mal auf Rechner. Schaden verbessert sich basierend auf der zugewiesenen Rechenleistung. Rechenkraft und Schrottverbrauch Booster. Na, warte, ich sammle das schnell ein. Rechenkraft und Schrottverbrauch Booster hat abnehmbare Effekte. Also ob die Kosten pro Level linear steigen würden. Aktueller Effekt 0, Levelkosten 60. Void Energie Booster verstärkt die meisten Nicht-Kampfsysteme, gibt Void Energie, die in 3 Minuten gesammelt werden würde. Abwurfquote der Void Materie plus 1000. Schrottmultiplikator mal 2, Void Energieerzeugung mal 2. Jetzt ist das weg. Ah, hier kann man noch die Reichweite einblenden lassen. Vorwärts, automatisch vorwärts. Wenn dies aktiv ist, wirst du permanent vorwärts fliegen. Nach dem Rückziehen, was dich an einem Ort gefangen halten kann, wo du keine Feinde tötest und keine Ressourcen bekommen kannst. Okay, ich fliege jetzt mal einfach vorwärts. Das heißt, vermutlich werden jetzt auch die Gegner stärker. Aha, man muss das immer passieren, da anscheinend. Das heißt, da oben kommt dann wahrscheinlich der Bosskampf, denke ich jetzt mal. Anzahl zugewiesen. Kann ja mal machen, halb, halb. Ich nehme das mal ein bisschen zurück. 5. Genau.
Oho, jetzt bekomme ich aber schon ein bisschen mehr Schaden reingedrückt, hä? Ich warte mal. Okay, ich mache jetzt Boost-Verstärker und Feuer. Ich mache mal Schild verstärken. Okay, jetzt steht was. Wir haben die erste große Hürde überwunden. Es scheint, als ob dieses Schiff eine vollständige Synthesekomponente hatte. Wir können diese integrieren. Wähle den Synthesereiter. Okay. Bin aber beinahe kaputt gegangen. Synthese erlaubt es uns, Stoffe herzustellen, aus denen dann Module zur Verbesserung des Schiffes geschaffen werden können. Je mehr du ein Material synthetisierst, desto besser werden wir darin, was verschiedene Vorteile bringt. Pro Level bekommst du einen Synth-Punkt, mit denen du die Verbesserungen unten kaufen kannst. Okay. Die Synthese läuft, bis du es abbrichst. Starte mit der Produktion von verbesserten Legierungen und wechsle zum Modulreiter, um zu erfahren, was noch benötigt wird. Ich glaube, ich werde mal... Aha, warte, hier muss ich drücken für Stoppen. Bei einigen Meilensteinen der Kerne werden Ihnen Optionen zur Verfügung stehen. Pro Segment kann aber nur ein Effekt aktiv sein. Standardmäßig wird der obere aktiviert. Klicke auf einen Effekt, um den Effekt zu wechseln. Okay. Okay, aber jetzt kostet es 477 Punkte. Das heißt, ich müsste jetzt hier wahrscheinlich einen Moment bleiben, um ein bisschen Punkte zu sammeln. Das heißt, im Schaden könnte ich jetzt noch ein bisschen was investieren. Waffenkraft mal 1,25. Laserbooster Abklingzeit minus 10%. Aha, hier unten ist auch Abklingzeit, Schildbooster. Und oben wäre maximale Schilde mal 1,25. Das heißt hier zugewiesen 5,5. Das heißt, ich mache jetzt mal Synthese. Rezept auswählen. Veredelte Legierung. Jede Stufe verleiht 1 Synthesepunkt. Produktion 1. EP pro Synthese 1. Kosten 50. Aktuelles Level 0. Dann hier jede Stufe verleiht 1 Synthesepunkt. Das heißt, die kann ich noch nicht wählen. Das heißt, ich nehme jetzt das da mal.
Module. Einmal erzeugt, können Module beliebig an- oder ausgeschaltet werden. Jedoch gibt es eine maximale Menge an gleichzeitig aktiven Modulen. Wähle eines aus, um zu sehen, welche Materialien benötigt werden. Wenn alle nötigen Materialien für ein Modul unendlich vorhanden sind, wird es mit dieser Stufe starten. Aha, hier ist jetzt Angriffseffizienz. Das heißt, das kann ich noch nicht bauen. Hm? Also das heißt, ich werde jetzt mal ein paar von denen bauen. Hä? Heißt mal schauen, wie viel ich dann brauche. Lass das mal laufen einen Moment. Hä? So, ich investiere nochmal in Schaden. Das heißt, ich weiß, ich werde jetzt dann gleich mal schauen, wie viel ich da investieren kann. Ja genau, 10 Stück mache ich jetzt mal. Schaltkreis. Jede Stufe verleiht 1 Synthesepunkt. Produktion 1 EP pro Synthese. Aha, mit dem mache ich dann die Schaltkreise. Ja, jetzt kapiere ich es, okay. Das heißt, ich brauche 4 Schaltkreise. Und dann so eine Babel, blöd gesagt. Schau mal. Das heißt, 4 Stück von denen brauche ich jetzt. Aha, okay. Das wird einen Moment dauern. Also das heißt, es sind immer 2 Stück. 5. Ja, okay, dann lasse ich das mal einen Moment laufen. Ich denke, das wird einen Moment dauern. Das heißt, das wird jetzt halt Schrott verbrauchen. Oder ja. Ich verstehe jetzt auf jeden Fall, wie das gemeint ist. Ich werde jetzt nicht zu viel bauen. Also ich reise jetzt mal ein bisschen weiter nach vorne. Okay, ich warte mal. Da für jeden Fall noch eine witzige Idee, finde ich. Ein nettes kleines Spielchen auf jeden Fall. Okay, ich gehe jetzt mal schauen. Synthese 16. Also es ist auf jeden Fall ratsam, nicht zu schnell vorzupreschen. Okay, ich warte jetzt mal. Wie viele kann ich bauen? Also was habe ich jetzt gesagt? Wie viele brauchen die 4 Schaltkreise, eine Babel? Hm?
Boah, eine Babel braucht 20 von denen. Ach du Scheiße. Heißt, ich muss noch einen Moment dann bauen. Heißt, ich presche jetzt wieder ein bisschen nach vorne. Bin jetzt mal ganz positiv. Das heißt, sobald ich 20 von den Legierungen habe, kann ich so eine Babel jetzt machen. Genau, eine. Dauert das eine Minute, bis das produziert wird? Okay, ich werde mal in den Schaden investieren. So. Das heißt, ich habe den Schaden mal 1,25%. Oder 1,25, nicht 20%. Ich glaube, Schilde müsste ich jetzt dann auch mal noch ein bisschen verstärken. Das heißt, ich mache jetzt mal den Schild auf die nächste Stufe. Das war knapp. Ich mache mal Feuerkraft ein bisschen erhöht. Warum fliege ich denn zurück? Nee, stopp. Ich glaube, der ist automatisch zurückgeflogen, oder was? Das heißt, ich investiere jetzt nochmal in Schilde. Mal eines in Schaden. So, Synthese ist abgeschlossen. Hm? Das heißt, ich kann jetzt ein Modul bauen. Das heißt, ich habe jetzt den Schaden mal 2, ist das richtig? Das heißt, um die Schilde zu erhöhen, müsste ich so ein Wellendings bauen. Ich schau mal, was ich dazu benötige. Auch 20 von denen. Okay. Das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall mal 20 Legierungen machen. Ich denke, bevor ich nicht ein stärkeres Stilt habe, muss ich da wahrscheinlich nicht vorgehen. Ich kann ja mal ein bisschen weiter aufdüsen, damit ich ein bisschen mehr Material bekomme.
Auf jeden Fall macht er jetzt mit einem Schuss die Gott weg. Aber bis zum nächsten Upgrade wird es noch ein bisschen dauern. Autospeichern an. Düse noch mal ein bisschen nach vorne. Man sieht dort auch immer, dass man ein bisschen mehr Belohnungen bekommt. Ich werde mich aber wahrscheinlich noch gerade nicht auf den Bosskampf einlassen, weil für das habe ich wahrscheinlich zu wenig Schild. Okay, jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen hässlich. Okay, ich habe jetzt den Zusatzschild aktiviert. Also der macht automatisch Rückzug, wenn er zu viel Schaden reingedrückt bekommt. Oh, 48 habe ich jetzt gebaut. Ja, okay, ich mache gerade eine runde Zahl 50, oder? Das heißt, ich werde jetzt von dem eines bauen. Jetzt fliegt. Jetzt hat er schon wieder Rückzug machen müssen. Das heißt, ich brauche unbedingt das Modul hier. Das heißt, ich brauche 4 Schaltkreise. Ich gehe nochmal ein bisschen nach vorne, mal schauen, wie weit ich komme. Okay, ich werde jetzt mal pausieren. Okay, ich aktiviere jetzt mal zusätzlich einen Ach, ich kann das noch nicht bauen. Ich brauche noch 4 Schaltkreise. Das heißt, gleich werde ich mein Schild erhöhen können. Das heißt, ich werde ein bisschen mehr aushalten. 3, 4. Mach nicht mehr. Das heißt, ich werde jetzt ein Schild bauen, noch zusätzlich. Bauen. So. Das heißt, ich habe jetzt den Schild mal 2. Das heißt, ich kann aber immer nur eines aktiv eines. Frag mich aber, warum ich
Aha, das kann nur eine begrenzte Anzahl an Modulen aktiv sein, aber ich kann die anscheinend jetzt anlassen. Hä? Das heißt, ich werde jetzt in der Zeit ja, doch, ich werde noch ein paar Legierungen bauen. Ich mache jetzt halt nochmal auf Schilde. Düse mal ein bisschen nach vorne, mal schauen, wie es jetzt sich auswirkt. Also die Schilde halten Stand im Moment. Das ist sogar eigentlich bis jetzt sehr gut. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich direkt auf die Schildhaltbarkeit nochmal ein bisschen setzen will. Auf jeden Fall hat mir jetzt das ziemlich gerade ein Upgrade gebracht, hier die Module. Ich schau mal, was brauche ich denn jetzt für den Schaden? Brauche ich 8 Schaltkreise. Das heißt 8 mal 5, glaube ich, ist eines, oder nicht? Ich stoppe mal. Ich werde jetzt hier mal kurz stoppen. Ich will zuerst hier noch den Schild noch mal eine Stufe verbessern. Ja, okay, ich musste den Rücktritt an. Rückzug antreten. Ja. Das heißt, ich werde jetzt die Schildhaltbarkeit nochmal einmal upgraden. Das heißt, hier die Synthese schluckt halt auch nochmal ein bisschen Wasser. Ah, Mist, schon zu spät. Ich habe auf den Deckel bekommen, ich habe zu spät gedrückt. Das heißt, ich werde jetzt ein paar Schaltkreise machen. Also hier ist nicht unbedingt lustig, die wollen es wissen. Also für den Bosskampf bin ich anscheinend noch nicht gewappnet. Ich hoffe, ich kann jetzt natürlich ein bisschen verbessern, bevor ich reicht noch nicht. Schade, schade. Komm halt aus. Nein, nein. Ja, okay, nochmal Rücktritt.